Jo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Wochencheckup von Shakes and Fidget. Heute mit dem Gold-Event bzw. Glanzparade des Goldes. Und mal wieder einer bedrückenden täglichen Mission. Und zwar muss ich ins Fangzahngebirge reisen. Und ich habe es noch keinmal bekommen und habe gleich meine erste 100 Alu durch. Und genau das werden wir auch machen. Wir spielen meine Alu komplett durch. Aber wahrscheinlich nur von S20. Weil es ist im Endeffekt ja eh zweimal das gleiche mit S25 noch. Aber... Jo, also wir suchen quasi dreimal nach dem Gebiet und wir nehmen natürlich, also grundsätzlich sowieso Gold-Event, immer die kürzeste Quest, eigentlich egal wie viel Erfahrung die geben, außer eine sticht so krass heraus, dass man sagt, okay, die muss man nehmen, sonst immer die kürzeste Quest bei Gold-Event und dadurch natürlich nochmal extra, wenn ich nach einem gewissen Gebiet suche, dann nehme ich natürlich erst recht auch die kürzeste Quest an. Genau. Nee. Also 100 Alu, keinmal das Gebiet, sehr nice. Also ich liebe diese Mission echt. Das ist wirklich eine sehr coole Mission. Die macht auch total Sinn. Finde ich richtig cool, dass die immer noch im Spiel ist. Und einfach komplett ein... Es ist einfach so unfair, die Mission, das ist crazy. Dann einfach pures Glück oder nicht. Du kannst sie gar nicht abschließen, du bist einfach komplett auf RNG angewiesen. Alle anderen Missionen kann man abschließen. Das ist die einzige, wo... Ich meine, gut, okay, wenn du kein Epic hast, musst du den Epic-App blättern und das dann in die Toilette schmeißen und so, ist okay. Klar, aber du kannst es immer machen. Aber du kannst ja nicht mehr als 320 Alu spielen, das ist unmöglich. Also das ist tatsächlich, wenn du es nicht kriegst innerhalb von 320 Alu, dann hast du Pech gehabt. Oh, jetzt haben wir es zweimal bekommen. Are you kidding me? Ach, das ist so lächerlich. Zweimal in der gleichen Auswahl, das ist so lächerlich. Das ist so lächerlich. Ja. Naja, auf jeden Fall schauen wir meine Stats an. Ich glaube, das letzte Wochencheckup war irgendwann im Oktober. Also auch schon wieder eine ganze Zeit her. Und gucken mal, ob mein Jahresziel 500 Millionen Leben auf meinem Kundschafter. Natürlich full equipped, full Tränke und so. Also nicht Basis 500 Millionen, das wäre ein bisschen krank. Aber ob wir das noch schaffen, wie es momentan aussieht, aktueller Stand und so. Und ja, mehr eigentlich nicht. Das wird es dann schon gewesen sein. Einfach nur mal ein kleines Update, wie es so aussieht. Mit der Quest sieht es auf jeden Fall sehr schlecht aus. Schon wieder die Hälfte der Alu weg. Wir haben sie nur einmal bekommen. Inventar ist voll. Was will denn die Hexe? Brustpanzer. Das ist schlecht. Das habe ich nämlich nicht. Und ich kann auch nicht mehr zerlegen heute. Das heißt, ich muss die ganzen Sachen verkaufen, die... Oder ich benutze auch ein paar von den Ressourcen. Das Problem ist halt, ich habe meine Mine erst ausgebaut. 8 Tage braucht die jetzt, glaube ich, noch. Genau. Das heißt, die Ressourcen, wenn ich sie jetzt alle benutze, die werden mir jetzt safe wieder abgefarmt. Aber aufheben... Ja, wobei, wahrscheinlich soll ich sie schon aufheben. Was habe ich denn hier? Dann machen wir mal hier komplett mit Stein voll, würde ich sagen. Genau. Machen wir hier komplett mit Holz voll. Zack. Zack. Und dann hier. Na gut, passt eigentlich. Ich habe ein bisschen mehr Stein als Holz. Was sind das hier noch für Epics? Die muss ich auch mal noch loswerden. Ich habe aber gar nicht mehr so viele. Also meine Epic-Horderei, die ist jetzt endlich vorbei. Hat sich sogar gereimt. Genau. Verkaufen wir hier noch was. Ja, ja gut, wenn wir jetzt noch ein paar Ressourcen, vielleicht noch die oberen beiden Reihen, eineinhalb Reihen Stein und dann noch dreimal Holz oder so. Ich denke mal, dann müsste es schon passen. So. Na gut, wenn ich jetzt einen Arena-Kampf mache, dann seht ihr meine Stats ja schon, ne? Aber können eigentlich trotzdem schon drüber reden. Also, ich bin jetzt bei 352,4 Millionen Leben. Müssten heute auf jeden Fall noch 354 oder 55 Millionen werden, schätze ich mal. Ja, wobei, wir haben schon die Hälfte der Alu weg, ne? Na gut, vielleicht doch nicht. Aber auf jeden Fall sieht es ziemlich gut aus, würde ich sagen. Weil es ist erst Ende November und es kommen ja noch die fetten, also die richtig fetten Events sind ja Weihnachten. Da ist 3 oder 4 Tage lang 5-fach-Event. Bis dahin habe ich auch noch mindestens ein Level-Up auf jeden Fall. Eher 2 wahrscheinlich, schätze ich mal. Fangzahngebirge. Jetzt brauche ich nur noch ein einziges Mal. Mal gucken, wie lange das jetzt dauert. Und, ne. Und ja, also ich denke, ich
Ich bin eigentlich ziemlich zuversichtlich, dass ich es schaffe. Vor allem, ich habe jetzt auch wirklich länger kein neues Epic mehr bekommen. Ich glaube, das letzte neue Epic ist es bestimmt schon relativ lange her. Also 3 Level-Ups und mindestens einmal. Nee, Schwachsinn. Ja, 3 Level-Ups. Und meine letzten Edelsteine, die ich reingeballert habe, die sind auch schon mindestens 2 bis 3. Also die meisten, nicht alle, aber die meisten sind mindestens auch schon 2 bis 3 Minen-Upgrades her. Das heißt, wenn ich wirklich dann gegen Weihnachten so langsam anfange, nur noch auf neue Epics umzurüsten und die auch alle mit vollen aktuellen Edelsteinen zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, das ist noch ein Monat, auszurüsten, das sollte uns auch nochmal ein Rie. Oh, Fangzahngebirge Wärms. Damn. Was war denn mit den ersten 100 Alu los? Warum habe ich es da nicht bekommen? Aber gut, die Quest ist trotzdem Müll und ich will, dass sie entfernt wird, aber das wird wahrscheinlich niemals passieren. Leider. Naja. Aber ja, auf jeden Fall, das gibt uns dann auch nochmal einen heftigen Boost. Das sage ich zwar schon die ganze Zeit, aber es jetzt zu machen, macht halt keinen wirklichen Sinn, weil ich keine Dungeons mache aktuell. Und dann verkaufe ich ehrlich gesagt auch die schwarzen Edelsteine lieber, weil es einfach ein Skillpunkt ist. Und wenn ich es eh nicht benutze, oder beziehungsweise, ich meine, das Einzige, was ich wirklich mache, wo ich Stats brauche, in Anführungszeichen brauchen, ist die Arena. Und die Arena ist sowieso komplett RNG. Da habe ich auch mal, ich glaube, war das nicht sogar das letzte Video, ich weiß nicht mehr, wo ich mich mal so drüber aufgeregt habe. Es ist immer noch so. Es ist tatsächlich, es ist lustigerweise. Habe ich in dem Video auch direkt das Beispiel an dem einen Spieler, wo es mir extrem auf den Sack gegangen ist, weil da wirklich die Stats gigantisch weit auseinander lagen. Habe ich ja dieses Beispiel an dem einen Spieler gemacht. Und gegen diesen Spieler habe ich tatsächlich seitdem, also nach dem Video und so schon noch, aber tatsächlich jetzt in letzter Zeit echt eigentlich nicht mehr verloren. Und ich glaube, es hängt tatsächlich damit zusammen, dass ich jetzt einfach so unglaublich viel Leben habe im Vergleich zu vorher. Weil das ist eigentlich der einzige Unterschied. Also es kann eigentlich, es ist das Einzige, was ich wirklich geändert habe, dass ich jetzt halt nur noch auf, oder nicht nur noch, aber fast nur noch auf Ausdauer gehe. Und ja, also keine Ahnung. Eventuell hat das sogar was gebracht in der Hinsicht, ja. So, jetzt habe ich gesagt, hier oben machen wir noch Ressourcen, hauptsächlich Stein. Ja, genau, machen wir jetzt noch 2-mal Stein. Den Rest benutze ich dann einfach, weil so viel Platz habe ich dann auch wieder nicht. Wir auch hier noch ein paar Items lagern können. Ah, einen Brustpanzer bekommen, gar nicht gesehen. Das ist 1 Million Gold wert. Was habe ich da? Habe ich schon was in die Toilette? Ja, bei Epics habe ich nicht. Naja, die muss ich mir aufheben für die Quest. Baller mal das 1 Million Gold-Item rein. Und verkaufen noch ein bisschen was. Zack. Genau. Und ja. Also es läuft eigentlich ziemlich gut, würde ich sagen. Bin zufrieden. Stufe 550 kommt auch bald. Müsste ich dieses Jahr. Ja, wobei, vielleicht sogar nicht. Ja, tatsächlich, kommt drauf an. Also wenn ich noch ein paar Dungeons mache, vielleicht kommt ja noch ein Legendary Dungeon, beziehungsweise noch ein richtiger Dungeon raus. Wer weiß, Legendary Dungeon kommt bestimmt einer zu Weihnachten, weil ich den letzten ja komplett verpasst habe. Da habe ich irgendwie nur 3-mal gespielt von 10 Tagen. Keine Ahnung, was da los war. Aber ja, mal gucken. Also. Und ja, gut, ja, stimmt, die ganzen 5er-Events. Ja, vielleicht wird es echt noch was. Ich weiß gar nicht, wann ist es mal. Kriege ich noch 2 Level-Ups? Ich krieg sogar noch 2 Level-Ups dieses Jahr. In 3 Tagen und dann nochmal in 20 Tagen. Also, ja, safe. Ja, dann müsste. Ja, dann schaffe ich 550 ganz sicher noch dieses Jahr. Cool. Ja. Sehr cool. Nice, 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 nice. So, die Quests sind jetzt alle recht kurz. Das gefällt mir grundsätzlich gut. Aber es nervt halt, vor allem wenn man es hier kommentiert, weil es dann noch umso länger dauert, die Alu durchzukriegen. Aber genauso will man es eigentlich. Nur 2,30. Ja, gut, vorbei. Nur 2,30er. Wow. Bin ich sogar fast geneigt, die Gold-Quest zu. Die Erfahrungsquest zu nehmen, aber. Nope. Immer das Item nehmen, weil es gibt ja auch nochmal 2,5 Millionen Gold. Ist nicht viel, aber ist auch ein Viertel-Skillpunkt. Ich bin da recht strikt mittlerweile. Ich gehe wirklich, ich nehme immer das, was am meisten Gold gibt und die Erfahrungspunkte, außer sie sind extrem krass. Komplett. Ja, gut, hier zum Beispiel. 1,7 mehr, dann nehme ich lieber die 1,7 Millionen Erfahrungspunkte. Das war jetzt ein so ein Ausnahmefall. Weil da das Verhältnis halt wirklich zu krass war, daher hätte man jetzt nicht auf die 2 Millionen Gold gehen sollen, müssen, wie auch immer. Und am entscheidendsten. Oh no. Am entscheidendsten ist immer die Questlänge. Das ist das A und O. Alright, dann haben wir es eh. Können wir noch ein bisschen am Glücksrad drehen und den Hütchenspieler abzocken. Inventar fallen, war klar.
Inventar voll, war klar. Alright, meine Pets könnte ich, glaube ich, auch genau fett leveln. Zack. Ups. Noch vier davon. Ich gehe jetzt langsam auf die 3000 zu, tatsächlich. Gar nicht so schlecht. Ups. Das ist einmal daneben gegangen, aber ist nicht so schlimm. Ich habe gerade gegen jemanden verloren, der einfach 1000 Level unter mir war. Ist auch nice. Auch ein sehr gutes System, die Pets. Du verlierst einfach gegen jemanden, der eigentlich nicht mal im entferntesten Universum eine Chance gegen dich haben sollte. Aber das ist Shakes and Fidget. Das ist das Spiel, wie es lebt und lebt. Warum kriege ich jetzt die ganze Zeit Ressourcen? Ich gehe jetzt mal auf Gold. Wow. Eigentlich gehe ich immer auf Sanduhren und Gold, aber wahrscheinlich ist Gold in dem Fall sogar besser. Außer es sind mehr Sanduhren. Oh, komm schon. Ah, schade. Immerhin meine Sanduhren zurückbekommen. Also wir haben 10 Sanduhren bekommen und einmal Gold, glaube ich. Also im Endeffekt das Gold gratis und die Sanduhren habe ich jetzt zurückbekommen. Genau. Und jetzt gucken wir nochmal, wie viel Ausdauer ich habe, wie viel Leben. 353 Millionen. Ja, ich hatte halt schon die Hälfte meiner Ado gespielt, deswegen war es jetzt doch nicht mehr so krass. Aber es ist schon nicht schlecht. Also ich glaube, ich bin 353 Millionen. Damit müsste ich auf jeden Fall so in den Top 5, 6 vielleicht, was Leben bei Kundschaftern angeht, sein. Also ich glaube, es gibt nicht viele, die mehr haben. Naja. Na gut, okay, ein paar Leute haben keinen Lebensdrang drin. Genau. Aber hätten safe auch mit Lebensdrang weniger. Also es gibt eigentlich wirklich nur die drei höchsten Kundschafter. Ja genau, und dann eigentlich ich wahrscheinlich. Ja. Das ist immer schwer zu sagen. Er hier hat noch relativ viel, 312 Millionen, er hat auch ziemlich viel Leben. Genau, aber er hat auch sehr viel, ja genau, er hat auch die ganzen, ich habe ja noch so viele schwarze Edelsteine. Ja, das würde auch nochmal einen großen Unterschied machen bei mir. Aber wie gesagt, damit warte ich jetzt erstmal noch. Ich sammle die legendären Edelsteine an. Und wenn ich die neuesten, aktuellsten Epics habe gegen Weihnachten, dann tausche ich das alles aus und dann wird das auch nochmal einen huge Boost geben. Aber ja, sieht ganz gut aus und wie gesagt, 500 Millionen ist das Ziel. Mal gucken, ob wir es schaffen. Und dann kann man hier Stadtwache reinmachen. Wie viele Quests, wie viele Kämpfe habe ich denn noch? Oh, sogar noch einige, okay. Ja, genau. Und dann haben wir noch S25. Ich weiß gar nicht, ich glaube, da machen wir einfach nur ganz kurz hier. Zack, zack, zack. Pets habe ich, glaube ich, auch einige Früchte, genau. Zack. Das ist immer ein Anzeigefehler, wenn hier noch so eine Frucht übrig bleibt, wo man sich sicher ist, dass man alle verfüttert hat. Das ist immer nur ein Anzeigefehler. Zack, zack. Und ja gut, hier habe ich gerade keine Tränke drin, deswegen sehen die Stats sehr schlecht aus. Aber ja, so sieht es hier momentan aus. Lustigerweise habe ich hier nur legendäre Edelsteine bis auf meinen Brustpanzer. Und habe ich nicht sogar noch einen? Ich habe sogar noch einen. Na komm, just for fun. Jetzt habe ich hier voll legendäre Edelsteine. Und bei meinem Kundschafter könnte ich da nicht mal im Traum dran denken. Also keine Ahnung wieso. Sie haben beide 2 legendäre Items. Ne, 3. Also keine Ahnung, warum mein einer so viel Glück hat und mein anderer so viel Pech. Aber ja. Und vor allem lustigerweise ist das ja in Anführungszeichen mein Free-to-Play-Charakter, wo ich zumindest kein Cash mehr auflade. Habe ich natürlich in der Vergangenheit. Aber ja. Keine Ahnung, warum das so ist. Auf jeden Fall danke ich euch recht herzlich fürs Zusehen. Würde mich selber ein Like, Kommentar und Abo von euch freuen, wie immer. Wenn ihr irgendein Thema für ein Shakes and Fidget Video habt oder so, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten hören wir uns wahrscheinlich erst wieder im Dezember mit dem nächsten Update. Was ich auch sehr cool finde, ist, dass meine Sanduhren momentan sehr gut halten. Und es ist tatsächlich, ohne Spaß, ich glaube, sie haben den Hütchenspieler geupdatet, weil ich habe früher nie Sanduhren gewonnen. Und jetzt mittlerweile gewinne ich echt oft einfach mal 25. Ich habe es letztens sogar 3-mal hintereinander, beziehungsweise innerhalb von 10 Spielen 3-mal 25 gewonnen. Dann konnte ich fast meine gesamte Alu gratis einfach komplett überspringen. Also keine Ahnung, also entweder habe ich momentan einfach nur Glück, weil ich am Anfang so viel Pech damit hatte, oder sie haben es wirklich geupdatet. Achso, und eine Sache gibt es noch, Arena Manager, da habe ich schon ewig nicht mehr reingeschaut. Hier könnte ich mal resetten, glaube ich. Das Feature ist für mich einfach, als würde es nicht existieren, ganz ehrlich. Das ist so unendlich dämlich. Ich hasse dieses Feature. Das ist so ein Dreck einfach. Ich check nicht, warum sie das überhaupt ins Spiel gebracht haben. Also ich meine, die Runen und so, das ist schon cool. Aber wie man da rankommt, ist einfach kompletter Trash. Oh naja. Danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.